Ja, willkommen zurück zu Let's Play Extended am Sonntag, The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ich muss mich in diesem Part schon mal im Voraus entschuldigen, wenn ich ab und zu das Mikro stumm stelle, denn ich war in den letzten Tagen etwas erkältet und verschnupft und ja, da muss ich eben mich schneuzen oder ein bisschen räuspern, ne? Gut, starten wir rein. In der letzten Episode haben wir einen ganz kurzen Blick, ach ja, ich erinnere mich, einen ganz kurzen Blick in Level 5 geworfen, haben dann aber beschlossen, nee, wir machen das in der Reihenfolge. Erstmal Level 4, was haben wir hier drin? Der sieht interessant aus. Hallo. Es heißt, in Legenden eine Art Schatzschlummer am Gipfel, ein Traum aus Kindertagen. Ich denke ständig daran, es raubt mir den Schlaf. Muss ich jetzt gerade mal überlegen, was könnt ihr denn damit meinen? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Das ist auch lustig, das Kind da pustet Seifen. Ah, genau. Und die kann man kaputt machen mit dem Schwert. So, hier ist ein Geheimgang. So mehr oder weniger. Aber um den kümmern wir uns später. Ich möchte nämlich zuerst den regulären Weg zum Gipfel gehen. Hier hat's alles zerbombt. Ich glaube. Raubschleim. Ich glaube, ich rufe mal Ricky. So. Ja. Los. Machen wir ein bisschen schneller. Wiku Wiku. Ricky ist da. Dann hopsen wir mal munter drauf los zum Gipfel. Wenn ich bloß wüsste, wo es hochging. Ja, ja. Ui, Arcanum, keine. Wie ging's denn hoch? Weil irgendwie musste man nämlich durchs Wasser, aber ich weiß nicht mal, wo der Furt war. Der Furt? Ja. Die Furt. Der Furt? Ach, wurscht. Da, wo man halt rein konnte. Das Ufer, so. Ja, lässt du mich mal rüber? Danke. Wiku, Wiku. Ich glaube hier lang. Das war leicht falsch. So, jetzt kann ich unbeschadet rüber. Was zur Hölle? Gut. Ach ja, wunderbar. Und jetzt kommt ein Moment, wo ich mich räuspern muss. So mehr oder weniger geräuspert, eher gehustet. Okay, Ricky, hier kannst du mich leider nicht begleiten. Ich glaube, es bringt noch nichts, hier reinzugehen in diese Höhle. Nee, Martha, ich bin gerade ehrlich gesagt schlecht positioniert. Doch, natürlich, es ging. Sowas aber auch. Ich dachte, da wäre was anderes. 50 Rubine. Nein. Wohl, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Lass mich hoch. So. Ich würde gerne noch demnächst 70 Rubine sammeln. Oder zumindest 61. Weil ich möchte mir etwas Bestimmtes kaufen, das mir meine Reise deutlich erleichtern wird. So, schwimmen schneller, Link. Du schaffst es. Wo geht's eigentlich links lang? Wo? Aha. Aber ich glaube, das bringt nichts, ne? Ja, hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Gut. Ein Glück, dass ich hier lang geschwommen bin. Ach, ich glaube, ich weiß, was der Schatz ist, aber der schlummert ja nicht wirklich. Egal. Weg mit dir. Hier lang geht's. Hier kommen doch auch diese Viecher, oder? Nein? So, eine ominöse Stelle. Was könnte nur darunter sein? Oh yeah, Gasha-Beet.
bitte wieder meine Greifenfeder. Oh, ich liebe die so. Und wie in der Luft. Super. Hier war irgendwo so ein Viech. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Oder auch nicht. Hallo. Das sind die Goronen, die immer faul sind, wenn man nicht hinguckt. Aber wenn man nahe kommt, dann werden sie plötzlich ganz arbeitsam. Hier ist ein bisschen Lava. So, damit sind wir auch schon fast am höchsten Punkt. Und... ich hab die Nase voll. Ach, echt, so kalt hast du etwas, was mich aufwärmen könnte? Oh, das riecht wundervoll. Echt, die Suppe... Schnitzel. Nee, was habe ich gesagt? Schnitzel? Ja. Filet, keine Ahnung, Fleisch. Vermöch. Klar. Das sieht aus, als ob er irgendwie... Hat er gerade ausgesehen, als ob er irgendwie einen bitteren Geschmack im Mund hätte. Kluck, kluck. Welch harmonischer Geschmack. Nun geht es mir schon viel besser. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Die Topf-Goronen-Vase ist ein Dankeschön für die Fleisch. Ein absolutes Sammlerstück. Ja. Die kann ich mir dann in mein Haus stellen. Ach, Moment, ich habe ja gar kein Haus. Da drüben haben wir eine Schatztruhe, wo wir noch nicht ran... Oder? Sind es drei oder zwei Felder? Nee, drei Felder. Nee, dann kommen wir noch nicht ran. Ja. Ich will auf die Töpfe springen. Ich will die Töpfe kaputt machen. Boings. Feuerkern. Tschüss. Eieieiei. Gemein, so von hinten sich anzuschleichen. Also, 50-50 Chance. Ob der mir Geld gibt oder nicht. Bitte, bitte. Ja! 200 Rubine. 300 Rubine. Das ist schon einiges. Weg mit dir. Sehr gut, dann werden wir demnächst mal runtergehen vom Berg. Und lass mich in Ruhe. Okay, und uns auf die Suche machen nach dem, was ich kaufen will. Hier war, glaube ich, nirgendwo was, oder? Ja, gut, dann kann ich... Da nutzt die Bombe natürlich gar nichts. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen, auf den Gipfel des Berges. Oh, diese Monster, die poppen einfach irgendwo auf. Links war falsch, aber ich gehe trotzdem mal rein. Ah, okay, gut. Na, vielleicht ist was in der Vase drin. Kann ja nie wissen. Und hops. Und rup. Nö, war nichts drin. Und tschüss. Dann... Da drüben wollen wir in die Höhle rein. Allerdings kommen wir da noch nicht hin. Und da unten liegt ein toller Schlüssel, wo wir auch noch nicht hinkommen. Da ist ein Monster. Und da links oben auch. So, weiter geht's. Dann haben wir es auch schon... Ach nee, nicht ihr Viecher. Die Viecher, die sind so stark. Ah, und ich habe mich gerade mit zwei gleichzeitig angelegt. Ah. Wow. Wow. Oh, und das Fiese ist, die können auch noch durch Wände schießen. Also jetzt hier schnell rein. Hallo. Nett von dir, dass du hier kommst, um mich zu sehen. Soll ich dafür sorgen, dass du mehr Ringe tragen kannst? Ja. Dann zeig mir dein Etui. Das nach dort und das dahin. Okay, fertig. Du erhältst ein größeres Ringetui. In ihm kannst du nun drei Ringe aufbewahren. Für sich alleine zu leben ist nett, aber oft ist man einsam.
Hast du nicht zufällig Herzen? So, ganz zufällig rumliegen. Ah, super. Unten wird genau das, was ich haben wollte. Sturmkerne, ich nenne die immer Wirbelkerne. Auf Nimmer Wiedersehen. Wo gehe ich denn hin? Wird schwer, ne? Okay, als erstes gehe ich mal dahin. Dann sichere ich mich mal ab. Also zumindest hole ich mir jetzt mal das Item, was mir das Ganze einfacher machen sollte. Dazu brauchen wir hier Winter. Eins. Zwei. So. Das können wir nämlich in dieses lustige Häuschen da oben rein. Dadurch nämlich, dass... Moment, ich schon mal hier. Dadurch, dass Winter ist, ist Schnee gefallen. Und wir können hier hoch. Mir tut der Kerl leid, der nirgendwo hin kann, wenn es andere Jahreszeit ist. Fraglich, woher das Monster ist, das in die Stadt kam. Ich hoffe, wir können Freunde sein. Ja, jetzt plötzlich... Ich nehme mir ja all den Weg auf mich und dann sowas. Gut. Ja, die braucht irgend so einen komischen Pilz. Lalalala. Hau ab! Ich fasse die Vasen nicht an! Meine schöne Sammlung! Und dann läuft er irgendwie quer durchs Zimmer. Verdammt, dieser Pikoron! Wie oft ich auch frage, er rückt diese Vase nicht raus. Sogar mein Abendessen würde ich dafür geben. Leckeren Fisch. Naja, wir leben in einer versunkenen Stadt. Da ist Fisch eigentlich nicht so selten. Aber Link kann einfach nicht fischen, ne? Schluck, das ist die Vase. Ich muss diese Vase haben. Ich flehe dich an. Klar fliehst du mich an. Hurra! Passt prima in meine Sammlung. Nimm zu Dank mein Abendessen. Meinen letzten Fisch. Der Schlüssel? Waschlappen? Fisch ist ein Dankeschön für die Topf. Er ist fangfrisch. Wobei einige Vasen ziemlich gleich aussehen. Und wenn wir jetzt reingehen, dann steht da oben die hübsche Pikoron-Vase. Was? Okay. Gut, dann wollen wir als nächstes... Ich überlege gerade, welche Fee am nächsten ist. Ich glaube in Horrondorf. Da müssen wir jetzt das sowieso hin. So, wir könnten ja mal bei Boschi vorbeischauen. Und bei Makubaum. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal geguckt habe. Ah, dieses Gepiepse geht mir so auf die Nerven. Habe ich eigentlich einen neuen Ring? Nein, habe ich nicht. Und im Shop können wir nachgucken. Okay, ist hier vielleicht ein Herz? Nein. Ja, nein. Nein. Wenn ich wenigstens das Gepiepse ausstellen könnte. Aber dann müsste ich irgendwie ein Herz haben. Ich werde mir keine drei Herzen kaufen. Okay, nee, da waren wir schon. Wo geht's jetzt am besten lang? Einfach rausgehen, ne? Ist die beste Idee. Ever. So, dann werde ich mal beim Mitgliedsshop nee, ich glaube, da kostet alles für 300 oder mehr, ne? Nö, dann nicht. Weil ich bräuchte eigentlich... Oh, Herz. Ich bräuchte eigentlich etwas, aber... Naja, das lassen wir mal. Ja, was ich... Ich rede schon wieder ohne Hören. Ich bräuchte eigentlich etwas nicht aus dem... Andererseits, wenn ich jetzt weggrabe, darunter sind manchmal Löcher. Ach, ist das blöd. Na okay, ist nichts Besonderes.
Wir treffen uns schon wieder. Naja, du weißt, wie es läuft. Ich drück mal schon mal auf Start. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Oh yeah. Moins, moins, moins. Egal, nimm die Bomben. Hahaha, jetzt tut's dir leid, aber ich habe mehr als vorher. Und tschüss. Dafür habe ich mehr Geld als vorher. Und da kommt auch die Fee. Schließe deine Augen. Na, das mache ich doch gern. So, jetzt bräuchte ich als nächstes irgendwie Pegasus-Kern, habe ich das Gefühl. Ja. Okay, ich habe noch genug, um meine Aufgabe zu vollenden. So, hallo? Hallo? Sido. Egal, wie oft ich sie rufe, meine süße Miezi kommt nicht runter. Hätte ich doch ihr Leibgericht Fisch. Ach was, du hast ja einen Fisch. Das ist Miezis liebstes Futter. Ist das für sie? Na klar. Vielen, vielen Dank. Miez, hier Miezi. Miau. Miezi, ja, feines Kätzchen. Dank, eine Belohnung? Da, nimm dieses Megafon. Für den Waschlappen erhältst du das Trichter. Megafon. Welch einen Lärm das Ding macht. So, ich hoffe, jetzt kriege ich wenigstens am Pegasus-Baum neue Kerne. War das Pegasus? Ja, natürlich war das Pegasus. Uah. Jawohl. Gleich weiter. Zum versunkene Stadt. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ach, jetzt. Oh, bla bla. Jetzt war ich schon im Horrorndorf und dann. Nee. Horrorndorf. Ich will doch zum Juwelier. Hallo. Liste bitte. Jetzt kann ich ja neue Dinge mitnehmen. Nee, Dämonenring ist ein bisschen schwachsinnig. Ja. Nein. Gärtnerring und. Och ja, der ist auch später noch nützlich. Allerdings schaue ich noch, vielleicht habe ich ja noch was anderes, was besseres. Einfach Advance. Ach, puh. Nein. So, dann wollen wir mal weiter. Aber vorher muss ich mich mal schneuzen. Nach intensiver Nasenreinigung geht es jetzt. Ja, wohin? Ach, wieder zum Berg. Ja, genau, dahin will ich. So. Ich weiß auch schon, wie es weitergeht. Meine Güte, bin ich schlau. Und zwar müssen wir hier lang. Es ist ja zum Glück Sommer. Wenn ich alles richtig in Erinnerung habe. Und jetzt gehen wir mal hier diesen Gang entlang. So, ups, ups, ups. Gut, gut, gut. Diese Fischis, die interessieren uns nicht. Ich habe einen von euch der Miezi gegeben. So, dann landen wir hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Hier sind Säulen. Oder zumindest sieht es so aus, als ob Säulen wären. Das ist mein Gascha-Beet. Hallo. Dann haben wir das hier. Und hier waren wir schon mal. Jetzt möchte ich aber doch mal schauen. So. Ob ich. Nein, hier ist kein Gascha-Beet. Ob da ein Gascha-Beet war, wollte ich gucken. Aber sieht nicht so aus. Wo die nächsten sind, weiß ich zum Glück. Kann ich wieder den Martering anziehen. Und dich hätte ich gern. Was verkaufst du mir Schönes? Ach, Information wahrscheinlich. Ich höre ja schon auf, willst du einen Rat? Selbst wenn ein Schloss da ist, braucht man immer noch einen Schlüssel dazu. Du Idiot, er befindet sich im westlichen Tal. Den Schlüssel habe ich schon gesehen, dankeschön. Und Org. Ach, jetzt hat er die letzte abgeblockt. Zack, zack, wunderbar.
Ich höre ja schon auf, willst du ein Rad? Selbst wenn man einen Schlüssel hat, braucht man noch immer noch ein Schloss dazu. Du Trottel. Befindet sich auf dem Gipfel. Keine Schilder. Zurücklenken von Nüssen verboten. Was für ein Rat. Was für ein Tipp. Darauf wäre ich nie gekommen. Diese Springviecher, das ist... Gut. Och, schau mal, wen haben wir da? Einen geflügelten Bären, ein Pegasusbär. Schlüssel, dort oben am Baum hängt eine Frühlingsbanane. Die Felsblumen blühen aber erst im Frühling und hochklettern kann ich auch nicht. Ob man da gar nichts machen kann? Ach, das sind Blumen und nicht Säulen. Naja, okay, ich hab's ja gewusst. Süß. Als erstes will ich mal, ich glaube, in der Höhle ist eine Fee, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen schaue ich mal schnell. Machen wir mal Winter. Obwohl, nein, machen wir erst Herbst. Ach, jetzt ist Winter. Und springen dann hier einmal rüber. Schauen hier rüber, damit wir das Schloss sehen. Und dann geht's hier runter. Und rein. Jawohl. I was right. Und direkt auf dem Baumstumpf gelandet. Hey. Perfekt. Dann hier rüber. Die Pilze will ich ernten. Bär, lieber Bär, bist du nicht auch mit einem Pilz zufrieden? Hallo. Ja. Nein, ich habe keinen Gascha. Ach. Mensch, immer gehen mir die Gascha-Kerne aus. Ah! Tschüss, du kleiner Rabe. Die Raben sind eigentlich ganz okay, aber sind halt etwas, naja. Okay. So, dann wollen wir mal... Ey, passt mal auf, wo ihr hinlauft. Was ist das? Komisches Ding. Du bekommst dieses Erz dafür. Vielen Dank. Du erhältst falsches Herz. Völlig unnütz. Beschaffe dir deine Feder wieder. Aber wir können doch damit schlagen. Das Loch führt zum Tempel. Ja, super. Jetzt komme ich da auch nochmal rüber. Gascha-Kern. Sie haben dir etwas gestohlen. Es ist immer dasselbe mit denen. Diese Langfinger sind einschlägig bekannt. Eben rannten sie mit einer dreckigen Feder hierher. Wer braucht sowas? Ich... Willst du das Erz haben? Zwei Subrosianer? Du meinst diese Knallköpfe, die Rubine und anderen Müllhorten? Die wohnen in dieser Kaschemme im Westen. Okay, vielen Dank. Die zwei sind nach Hause geflitzt. Ob sie wieder so etwas Seltsames gefunden haben? Boah, so ein bisschen. Ich wittere Erzbrocken ganz in der Nähe. Guter Tipp. Dann werde ich mal ein bisschen hier umgraben. Ich weiß, dass es hier einen Schatz gibt und ich werde ihn finden. Da? Ach, ich habe ja keine Greifenfeder mehr. Ich wollte gerade die Greifenfeder schon ausrüsten. Okay, da geht's nicht weiter. Naja, er kann halt nicht über das Loch springen. Das Loch, den Baum springen. Übers Loch auch, aber... So, hier sollen doch irgendwo Erzbrocken sein, dachte ich. Ah, wo sind Erzbrocken? Hier überall, aber so wenig. Nur eins immer. So, gehen wir mal hier. Da drüben kann man übrigens nicht buddeln. So, zack, zack. Nein! 10 Erzbrocken einfach so verloren. So, ich glaube, der bricht nicht mehr aus, ne? Oh, gut, dann kann ich hier weiter rumbuddeln. Da wäre fast der nächste baden gegangen. Egal. Noch einer. Gut, da geht's auch nicht weiter, ja, dann bleibt ja nur ein Haus übrig. Komm, lass uns einen Schatz verbuddeln.
Niemand darf uns dabei sehen. Falls doch, rennen wir fort. Okay. Damit geht das lustige Versteckspiel in die zweite Runde. Einfach nur unnütz. Ah, hier, Erz. So. Wir haben Screen 1 geschafft. Weil ich als... Ach du Scheiße. Jetzt bin ich gearscht, glaube ich. Nein. Ich... Darunter, darunter. Okay, ganz ruhig. Hier. So. Ich hasse das. Kommen wir nun zu Screen Nummer 3. So, so, so. Hier einmal rundherum rennen. Kurz warten, damit sie auch wirklich nicht zurückkommen. Okay, Screen Nummer 4. Machen die das eigentlich immer? So ein Blödsinn? Okay, kurz warten. Dann unauffällig folgen. Da haben wir auch schon so eine ominöse Stelle. Da war die nochmal ganz kurz. So. Gut, kurz warten. Und hoch. Okay. Dann hier hoch. Bitte, bitte. Ja, gut. Hey, beim ersten Mal. Cool. Hervorragend. Komm, wir suchen nach weiteren Schätzen. Diese dann auch alle da verbuddeln. Dass sie sich nicht wundern, dass die Dinger weggehen. Du erhältst die Feder zurück. Leg nun das Erz an seinen Platz. Oh nein, die Feder hat sich in ein Erz verwandelt. Das müsste die doch eigentlich wundern. Ach, Moment, ich habe ja gar nicht die Greifenfeder ausgerüstet. Oh, das ging jetzt schneller, als ich dachte. Mal, was dauert das doch immer ewig bei mir. Egal. Also wollen wir mal als erstes hier runterschauen. Was hier ist? Oh yeah. Die Totenkopfpiraten. Unnützes Pack, warum findet mir niemand meine Glocke? Arr. Oh, du! Arr, arr, arr. Ich bin doch kein Seemannsgar und du siehst mir nicht nach einem Abenteurer aus. Bevor du dich nicht mindestens ein paar alte Ruinen von innen gesehen hast, bist du mir keine Hilfe. Gut. Hier haben wir noch so einen komischen Wirbel. Wenn sich jemand erinnert, was, wo das ist, ich kann es mal schnell zeigen. Für die, die es nicht erinnern, wir sind wieder in Horrondorf. Das ist also eine recht nützliche Passage zwischen dem Berg, dessen Namen ich vergessen habe, und dem Horrondorf. So, hier haben wir den Friedhof von Soprosia. Und hier haben wir an einem Strand ein hübsches Schiff, das in die Erde versunken ist. Hallo? Arg, der Bug des Schiffes liegt in der Wüste. Das müsste heißen... Ja, okay. Das müsste heißen. Ich sehe schon. Dann wollen wir mal hier runter und runter und runter und runter und runter und runter und runter. Hier hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Ich glaube, da oben kommen wir nicht weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest nicht sehr viel weiter. Ja. Da brauchen wir dann noch ein anderes Item. Aber vorerst gehen wir wieder zurück und holen uns jetzt unseren verdienten Lohn. Indem wir in dieses Haus reingehen. Ich bin hier nur hergekommen wegen dem Gascha-Kern, den ich jetzt erhalte. Und den ich in ein weiches Stück
Fleckchen Erde stecken soll. So, dann wollen wir mal hier lang und hier lang. Hier gilt es, ein paar dieser schweren, monströsen Steine aus der Welt zu schaffen. Brrr. Ja, vielleicht sollte ich so springen, dass ich auch reinkomme. Und ich weiß nicht, die Höhle mag ich recht gern wegen dieser Stalag-Dinger. Ich kann mir nie merken, ob das Schlagtiten oder Schlagmieten sind. Du erhältst noch einen Gasha-Kern. Na, jetzt bin ich hier Gasha-Millionär. Hier raus und wir kommen zum Frühling. Der letzten Jahreszeit, die wir benötigen. Und Hallöchen. Was zur Hölle? Ich bin der Geist des Frühlings. Steinharte Knospen blühen im Frühling, der Zeit der Entdeckungen. Welch großartige Vorstellung, dem Held mit dem Dreieck Macht zu geben. Ich gewähre dir die Kraft des Geistes des Frühlings. Und wir halten dem Stab der Jahreszeiten wurde die Frische des Frühlings verliehen. Erklettere einen Baumstumpf und nächsten Frühling herbeizurufen. Der Stab verfügt nun über die Kräfte der vier Jahreszeiten. Damit ist unsere Hilfe erschöpft. Oh, tapferer Jüngling. Dien, so wie ganz Holodrum zählen auf dich. Okay. Ich werde euch sicher enttäuschen. Nicht enttäuschen. Meinte natürlich. Dann müssen wir wieder zurück. Und hier lang. Und ja. Köpfe in die Lava. Super. Eigentlich war es eine Kerze. Oh, ich bin gut. So, dann wollen wir mal hier wieder raus. Als nächstes rufe ich den Herbst natürlich herbei, um dieses Gasha-Beet da ein wenig einen Kern einfach reinzustecken. Was ich mich frage, wie überleben diese Gasha-Bäume? Ich kann mir irgendwie keinen Reim drauf machen, weil ich meine, die Viecher von Kernen müssen reingesteckt werden. Die müssen... Macht doch alles keinen Sinn. Ich meine, wie vermehren die sich, wenn da nicht Leute wären? Naja, egal. Fliegender Kuckuck flattert, wenn festgehalten. Andernfalls wird es gefährlich. Wenn man ihn nicht festhält, wird es gefährlich? Okay. Da muss ich dauernd jetzt Button-Mashing machen. Dauernd Button-Mashing. So, dass ich halt hier drüber fliegen kann. Wenn ich das nicht mache, knall ich gegen die Wand und er lässt mich einfach so fallen. Auch gut. Oh, Fledermäuse. Oh, Fledermäuse. Hui. Fledermäuse. Ja. Ja. Die Fledermäuse sind, glaube ich, das größte Problem. Hier haben wir nichts. Nichts. Oh, Herz. Herz ist besser als nichts. Ah, so. Rein hier. Und die Frühlingstomate. Frühlingsbanane. Die im Übrigen ein süßes Aroma hat. Na. Hallo. Ich glaube, der Pro hat wieder zugeschlagen. Ah, lass mich in Ruhe, Fledermäuse. Rah. Boings. Und ein Ring fällt runter. Schön. Und... Boah, den halte ich auch. Ich frage mich, wer immer die ganzen Sachen hier versteckt. Ich meine... Wer baut hier so einen Mechanismus, dass wenn man auf den Knopf drückt, dass ein Ring von der Decke gefallen kommt? Egal. Du kannst mal kurz auf deine Frühlingstomate warten. Ich habe jetzt bewusst Tomate gesagt, also
Nicht wundern. Ich meine, ihr wisst, was ich meine. Hier will ich erstmal hoch. Und ich will ich aufwecken. Nö, blockiert den. Er scheint dich nicht zu hören. Naja, wenn ich nichts sag, weckst du ihn mit dem Megafon-Trichter auf. Ja. Was? Wer? Das gibt es ja nicht. Ich habe den Winter ganz durchgeschlafen. Nun komme ich nicht mehr zum Gipfel. Naja, ich werde nach Hause zu Marlon gehen. Brauchst du das Megafon noch? Ich gebe dir einen Pilz dafür. Für das Trichter erhältst du den Atompilz. Ein Gestank ist das. Damit kommen wir auch hier an die Schatztruhe ran. Und finden noch einen Ring. Juhu. So, bevor ich allerdings dem Bären seine leckere Frühlingstomate gebe. Moment, war hier nicht... Ich erinnere mich, dass hier was gewesen ist. Einen Moment, ich schaue mal schnell alle Jahreszeiten durch. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Winter auf jeden Fall nicht. Bei Winter komme ich ja weiter. Ich dachte, hier wäre was... Nee. Gut, dann war hier doch nichts. Dann habe ich mich geirrt. Hier sehen wir schon ein etwas seltsames Gebilde, aber wir kommen nicht rein. Deswegen holen wir uns erstmal das Herzteil. So, dann will ich mich wirbeln. Zuerst will ich hier lang. Dann kann ich nämlich den Pilz benutzen. Ups. Und... Zack. Zack. So. Den Pilz, den brauchen wir jetzt hier oben. Dass ich da vorher nicht dran gedacht habe. Egal. Damit können wir nämlich dieser Hexe helfen. Ich würde Martha ja zum Federberg schicken, um Pilze zu sammeln, doch sie kommt einfach nicht zurück. So kann ich keine Magieflasche auffüllen. Schnüffel, welch ein Odeur! Ich hab's bestimmt falsch ausgesprochen. Du hast einen Pilz und ich habe ein Kratzen im Hals. Ich gebe dir diesen Holzvogel dafür, wie wär's? Okay. Du hast die Atompilz gegen einen Keks-Holzvogel getauscht. Er sieht täuschend echt aus. Hihihi, endlich kann ich meine Magieflaschen füllen. Bald ist das Geschäft wieder geöffnet. Ja, und jetzt ist es wohl nicht geöffnet, oder wie? So, ach, ich glaube mal. Halt, du... Ach nee, sag nicht die Hexe. Halt, du Dieb, so kommst du mir nicht davon. Okay. Magieflasche, mach da eine Turbine pro Exemplar. Okay. Das ist Sirup-Zaubertinktur. Sehr praktisch, wenn deine Herzleiste erschöpft ist. Du erhältst eine Magieflasche. Sie hilft dir, deine Herzleiste aufzufüllen. Und 300 für einen Gascha-Kern. Das ist Wucher. Als nächstes will ich ein Herzteil holen. Das finde ich hier. Und da wir gerade beim Pegasus-Baum sind, der keine Pegasus-Kerne im Übrigen hat, werde ich jetzt einfach mal hier rennen. Ich merke gerade, meine Nase ist schon wieder verstopft. Hätte ich ja machen können, wenn ich mich geräuspert habe, so multitasking-fähig mäßig. Wir machen Frühling. Dadurch passiert hier etwas Besonderes. Durch den Frühling schmilzt der ganze Schnee und überflutet hier einfach mal so eben alles. So, ich tauche ein bisschen, damit die mich nicht erwischen. Ach du meine Scheiße. Tschüss. So, dadurch kommt hier eine Strömung, die wir nicht im Übrigen nicht entgegenschwimmen können.
Und ich versuche hier, jawohl, das Herzteil zu holen. Weiter, ne, siehst du. Es entsteht ein Herzcontainer. Schön. Ah, ich würde gern. Dankeschön. Und ich gehe mich wieder mal schneuzen. Entschuldigen, bitte. So, als nächstes gehen wir ins Horrondorf und lassen erstmal unsere Ringe schätzen. Aber erst werden wir mal Martha alles abnehmen. Vielleicht finde ich ja noch 23 Rubine. Eine Magieflasche, natürlich. Wir treffen uns schon wieder. Naja, du weißt, wie es läuft. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Habe ich noch meine Magie? Ja, gut, brauche ich nicht. Dann sammle ich mal den Rest ein. Na, okay. Naja, gut, das darfst du also. Uff, du, das merke ich mir. Natürlich hat er da eine Magieflasche, wenn ich keine habe. Sei gegrüßt. Schätzen, bitte. Den bitte zuerst. Zu Brosia-Ring mit der. Ja, cool. Dafür würde ich schätzen, den bitte. Das ist ein Faktoring. Ring. Gefundenes Erz verdoppelt sich. Oh, auch nett. Ach, da fällt mir auf. Ich habe jetzt mein Geld ausgegeben. Egal. Wir könnten mal ganz schnell nach Boschi schauen. Und dann will ich noch was anderes gucken. Dem dürft's gut gehen. Boschi geht da, okay. Alles klar. Dann erst nach dem nächsten Level wird wieder irgendwas anstehen, was wir machen sollen. Okay. Hier. Ich baue die weltbeste Kuckucksuhr. Leider fehlt mir dazu ein Holzvogel, der mir gefällt. Er muss atemberaubend aussehen. Du da, dein Vögel sieht ja entzückend aus, darf ich? Klar. Atemberaubend. Hier, nimm das. Du erhältst. Okay, da fällt mir jetzt beim besten Willen nichts ein, was das sein könnte. Ein umgedrehter Lolli? Okay, weiß nicht. Du erhältst einen umgedrehten Lolli Schmierfett für deinen Keks. Dann wollen wir mal mit dem was anstellen. Bin gespannt, ob wir überhaupt Level 4 schaffen noch in dieser Folge. Bezweifle es irgendwie ganz stark, aber wenigstens müssen wir dann in der nächsten Folge nicht mehr so viel Sidequests machen. Weil Level 5 habe ich ja schon freigeschaltet, ne? Lauf geschwind, lauf im Wind. Wenn ich es ein wenig schmieren könnte, dann lief es viel schneller. Schmierfett? Lolli. Ob es dadurch schneller läuft? Klar. Wirklich? Nimm mein Grammophon. Du hast das umgedrehte Lolli gegen ein Trichterstuhl. Grammophon getauscht. Eine nette Melodie. Und der hat eine Glatze. Und sein Windrad läuft jetzt gut. Und was sagt er? Lauf geschwind, lauf im Wind. Ob es wohl schon zu schnell läuft? Nein, es fliegt zwar fast weg, aber nein. Als nächstes wollen wir hier zurück. Ich bräuchte mal bald wieder meine Sturmkerne. Okay, Grammophon, da kann ich im Moment nichts mehr machen. Gut. Wohl nächste Folge müssen wir auch einige Sidequests erledigen. Gut, dann würde ich mal wieder auf den Berg hochgehen. Ich hoffe, ich finde jetzt ein paar Sturmkerne. Schwimm, schwimm, Link, schwimm, schwimm. Leider funktionieren Pegasus-Kerne unter Wasser nicht. Schwimm schneller. Los, du schaffst es. Jawohl. Und schwimm, schwimm, schwimm. So, dann wollen wir mal mit unserem lieben Freund Benny reden. Hallo. Du hast mir eine Frühlingsbanane gebracht. Ist die für mich? Ich hätte nichts dagegen. Mampf, mampf, Schluck. Lecker, das tat gut. Ich bin Benny. Du hast mich gefüttert, also helfe ich dir. Du kannst überall auf mir hinreiten. Drücke mehrfach A, um zu schweben, oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die Seite
Unten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Mit tiefe Stellen meint er da, wo man drin schwimmt. Seichte Gewässer ist eigentlich das, wo man einfach drüber läuft. Da macht er das hier. Der macht ein Ausrufezeichen und fällt einfach ins Wasser. Der ist einfach zu unfähig. Der Bär. Übrigens, das wäre unser Freund gewesen, falls wir die Flöte gekauft hätten. Oder? Ja. Drückst du mehrmals A, schwebe ich. Auf diese Weise kannst du Gräben überwinden. 3 ist kein Problem. 4 ist schon ein bisschen kniffliger, aber 5. Wow, ich hatte immer so Probleme. Der Drachenschlüssel. Okay, und jetzt dürfen wir den ganzen Spaß wieder rückwärts machen. Wow. Ah, Button Mashing. Sehr schön. Kannst du auch Schnee kaputt machen? Oh, cool. Aber ich brauche dich jetzt leider nicht mehr. Benny, du hast ausgedient. Ich versenke dich im Wasser. Geht das eigentlich? Abspringen? Nein, geht nicht. Gut und tschüss. Boah, warte mal. Haha, ich bin jetzt ganz gemein. Stell dich dahin, wo ganz viel Wasser ist. So. Kannst ein bisschen was trinken. Dann will ich Frühling einschalten. Frühling, bitte kommen. Bitte kommen. So. Damit kann ich hier die Blumen zerstören, aber das ist nicht der Hauptgrund gewesen. Ich will ja wieder hier hoch. Boings. Das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Ah. Schwertkampf. So. Dann muss hier Winter, denn wie dieser liebe Talon hieß er, glaube ich, gesagt hat, im Winter kommt man auf den Gipfel. Ja, da. Und ich frage mich, wer immer diese ganzen Fußspuren macht, ja? Das muss ja jemand sein. Ja, das muss ja sein, dass dann jemand schon mal gelaufen ist, oder nicht? Gut, also hier ist, glaube ich, nichts weiter. Nur ein Herzlein. Dich habe ich nicht gesehen. Du hast die gut. Ach, mal ihr. Der hat sich echt gut versteckt, den hatte ich echt nicht gesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass hier einer ist, aber ich habe es nicht genau gewusst, wo. Ah, da oben ist einer. Das, ja. Und tschüss. Du auch. Drüben ist keiner. Ich hatte immer so Schiss vor den Viechern, weil ich den Trick nicht gewusst habe. Hallo? So, ist hier noch einer? Nee. Ich hatte immer so Schiss, dass eins dieser Dinger hochgeht. Und da habe ich mich immer zu Tode erschreckt. Vor allem im anderen Spiel war da eine Stelle, die war äußerst doof. Fliegen da. Okay. Gut. Ui. Oh, jetzt muss ich. Nein. Ja. Macht mal einmal Scheiße, schon muss man dafür bezahlen. Na komm runter. Du Moblin. Ich wollte einfach nur zeigen, dass. Da, ja. Dass wenn man die Taste los. Ach, dass wenn man die Taste loslässt, dass man da ziemlich tief fällt. Aber irgendwie. Naja. Bin ich nochmal hochgekommen. Was soll's. So. Oh, kannst du mal bitte aufhören? Hier zu spawnen, das ist ja schlimm. Hey, Pegasus-Kerne. Das ist nett. So. Und rein da. Gut, dann können wir jetzt das Ganze nochmal probieren. Button Mashing! Okay. Übrigens, Dimitri kann ja theoretisch Wasserfälle hochschwimmen. Ich glaube, wenn man hier hochschwimmt,
Ist da aber keine Höhle drin, also dementsprechend nutzt das nichts. Gut, dadurch, dass wir jetzt hier den Schlüssel aktivieren, hört der Wasserfall auf zu fließen und es öffnet sich eine Höhle. Oder ne, öffnet sich nicht, sie war schon die ganze Zeit da, aber... Ja, stell dich genau unter mich! Gut. Und war hier nicht ein Gashapet? Oder... Moment. Ah, das war das Geheimnis hier. Ich wusste's doch, dass hier ein Geheimnis war. Ah ja, okay, man muss sogar hier runter. Weil hier war... ein... Juwel. Du hältst den Pyramidenjuwel. Der sah zwar aus wie ein Dreieck, aber... egal. Stimmt. Ich wusste doch, dass in diesem Screen Geheimnis war. Aber okay, man muss ja sowieso hierher, also dementsprechend. Level 4, Tanzdrachenhöhle. Ich hätte es jetzt eher versunkene Höhle oder so genannt, aber die hatten schon gute Ideen. Willkommen zu einer neuen Gegnerart, den Priestern. Du hättest 10 Bomben, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das... Moment. Wenn ich 10 Bomben halte hier, heißt das nicht, dass hier dann ein... Nö, heißt es nicht. Gut. Gut, dass ich meine Bomben verschwendet habe. Also hier erstmal hin. Dankeschön. Also hier brauchen wir auf jeden Fall Bomben. Hui, was für eine Überraschung. Gut, das ist etwas fies, weil wir können nicht auf allen gleichzeitig stehen. Was müssen wir tun? Naja, ist ja logisch. Die ganzen Dinger draufschieben. So. Dann hier drauf. Mann, kann ich mich wieder gut artikulieren. Diese ganzen Dinger draufschieben. Ja, es sind nicht zufällig Vasen oder so. Nein, es sind einfach nur Dinger. Zack. Und so. Und... oh, da fehlt ja noch eins. Habe ich was falsch gemacht? Nein, natürlich nicht. Ich kann mich ja noch selbst draufstellen. Zum Glück erscheint nicht eine Schatztruhe, sondern der Schlüssel fällt von oben runter. Überlegt mal, was passieren würde, wenn eine Schatztruhe erscheinen würde. Sobald ich wieder runtergehe vom... Hufi! Sobald ich wieder runtergehe vom Schalter, würde die Schatztruhe wieder verschwinden. Das wäre etwas ungünstig. Gut, dann wollen wir mal weiter. Da mal schnell den Schalter umgelegt. Gucken, wohin uns das führt. Du nervst. Kann ich eigentlich auf dich? Okay. Okay. Das bringt nichts. Aber wenn ich es drauf werfe, bringt es schon was. Hui. So. Ah, okay, das muss ich machen. Das ist ja nicht schwer. So. Na, kommt her. Na, komm her. Ah, Rage. Bisschen. Die Viecher, die nerven immer ein wenig. So, so, so. Ich glaube, hier komme ich gar nicht weiter. Kann das sein? Irgendwie hängt das Spiel gerade ein wenig. Hallo. Ah ja, okay, da ist der nächste. Diese Geister, die bleiben immer an ihrer Position, also ist es dementsprechend eigentlich recht einfach, sie auszuschalten. Müsst euch einfach nur diagonal von ihnen hinstellen, dann können sie euch nicht treffen. Da will ich meinen Boomerang haben. Dann sind die nämlich überhaupt kein Problem. Und diese Laseraugen, die sind... Die habe ich noch nie gemocht. Ich glaube, die kann man auch nicht ausschalten. Die Karte.
Wir sehen einen tanzenden Drachen da oben, der Kopf, da tanzt er irgendwie komisch rum mit den Klauen und da unten ist dann sein Fuß. Also, die Tanzdrachenhöhle trägt ihren Namen zurecht. Und wo geht's hier lang? Okay, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber es wird schon seinen Sinn haben. Nope. Wahrscheinlich finde ich wieder einen Schlüssel oder so. Mega Man Blöcke! Nur halb so schlimm. Was zur Hölle? Ach so. Dankeschön. Geht da rüber. Da hoch. Da hoch. Da rüber. Ah, geschafft. Hier raus. Und hier ist es wahrscheinlich eigentlich gedacht, dass man die Kerze entzündet. So ungefähr. Und dann hier rumläuft. Weil man ansonsten nichts sehen kann. Ich finde das ein bisschen Quatsch, weil ich kann natürlich hier sehen, wo der Weg ist. So. Und wo war jetzt das Problem? Okay, jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So. Und hier rüber. Und hier runter. Darunter. Darüber. Und. Nein! Eingequetscht. Das ist nicht nett. Ich hatte es doch schon fast geschafft. Darunter. Darüber. Hier hoch. Darüber. Und hier hoch. Sehr schön. Super. Ah, ich liebe das, wenn ein Plan so gut aufgeht. Zum Glück haben wir hier Herzen. Dachte ich zumindest bis gerade eben. Du störst ein wenig. So. Das war ganz knapp. Und ein Rubin, ja. Schön. Schon mal auf die Karte gesch... Ah ja, okay. Ich wundere mich, ich wollte mich schon wundern, wieso da ein Gang nach unten geht. Aber ist ja klar. Hier dürfte uns keine Gefahr mehr drohen, nur dieser komische Fledermaus. Hier rein. Dann können wir hier wieder raus. Da müsste die Tür noch offen sein. So, da war nichts drunter, soweit ich weiß. Dann machen wir uns mit zwei Schlüsseln im Besitz. Okay, das war jetzt leicht blöd. Mal sehen, wie ich das wieder hinbekomme. So, so geht's. Aber das hatte ich auch noch nie. Cool. Das hatte ich echt noch nie. Habe ich das jetzt eigentlich dann gebackt oder was? Naja. Hier brauchen wir den ersten Schlüssel. Da waren es dann nur noch weniger. Nämlich genau ein Schlüssel. So. Ups. Und. Ups. Und da brauchen wir eine Bombe. Sup. Dann können wir hier durch. Was musste man hier nochmal machen? Ich werde als erstes mal die ganzen Monster aus dem Weg räumen. Ach, das waren die lustigen Viecher. Ich glaube, die konnten... Nee, konnten sie nicht. Gut. Dann habe ich sie verwechselt gerade. Na, kommt, ja. Gut. Kompass. Es gibt nämlich noch andere Viecher. Die springen weg und schießen dann auf einen. Ist hier irgendwas? Muss ich es nicht hochheben? Nö, okay. Hier vielleicht. Es wäre nett. Irgendwie. Herzen. Ich meine, ich habe ja im Moment eigentlich noch genug, aber.
Es könnte halt später recht knapp werden. Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus nach Herzen. Jawohl. Herz, ein Herz noch. Landet Bomben. Dankeschön. Gut. Dann wäre das auch geklärt. Ach, nee. Ihr schon wieder. Gut, 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 gut. So. Und die Dinger sind auch recht lustig. Die brechen einfach ein dann irgendwann. Ich habe nicht lang genug gewartet und ich will auch nicht lang genug warten, bis die einbrechen. So, als erstes mal hier umstellen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir... Ach, nee, ihr schon wieder. Pass mal auf, ich kenne da einen kleinen Trick. Wenn der mal funktionieren würde. Na, na. So einfach geht das. Da ist der Boomerang doch dann nützlich. Gut, ich gehe mir erst andere Richtung. Weil ich weiß, hier geht's weiter. Aber ich weiß nicht, was in der anderen Richtung ist. Ach, genau, hier waren Schlüssel versteckt. Ich erinnere mich. Musste ich da jetzt erst alle Monster töten, oder ging das auch so? Na, komm her. Komm her! Komm her. Genau, das war's. Oh nein, der Schlüssel ist weg. Man kann untertauchen und dann findet man den Schlüssel. Diesen Trick mit dem Untertauchen, der wird noch ein bisschen öfter hier im Level benutzt. Ich glaube einmal. So viel öfter. Okay, dann machen wir hier durch. Hier will ich mal alle besiegen, alle Monster. Ich glaube, oder war das... Ach, genau, da kam die Treppe. Ja, die liebe Eule da sagt uns, wir sollen doch Pegasus-Kerne benutzen, um weiter springen zu können. Das machen wir natürlich gleich. Okay, dann sind wir jetzt hier. Das sind die Viecher, die lustigen Knochen werfen. Und das ist der Raum, wo ich gerade gedacht habe, dass das war, oder? Nö, doch nicht. Wir hier einen Geheimgang? Nö, war mal nicht. Ja, dann will ich mal hier weiter. Mhm, gut. Hier kommen wir noch nicht weiter. Hier dafür schon. Oh, schau mal. Ach, du bist. Hier wär's 10 Glut. Nö, lass mal. Im Moment habe ich noch genug. Wieso? Die Schatztruhe, die sieht ein bisschen seltsam aus. Aber solange sie mir die Schätze bereithält, will ich nicht klagen. Und hab's. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Das war falsch. Gut. Dann kommen wir nun zum Mittelgegner. Meine wahre Gestalt bleibt im Dunkeln verborgen. Das heißt, wir müssen immer das Licht anschalten. Und finden hier... Selbst wenn wir alle angreifen, würden wir ihn nicht verletzen. Denn das geht nur im Hellen. Deswegen müssen wir auch hier immer anschalten. Und der mit dem Schatten, der ist natürlich. Au, 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 au. Schau, da geht nix. Ey, jetzt heizt der mir aber richtig ein. Hallo? Na komm. Zack, zack. Und zack. Na, also geht doch. Ich würde sagen, hier mache ich noch nicht Schluss. Na, ich meine, ihr habt ja dauernd Unterbrechungen ein bisschen gehabt. Durch mich. Und ja. Was haben wir hier? Mal irgendeinen alten Fuzzi. Wilder, was du suchst, liegt im Auge. Au! Ja. Sehr hilfreich.
Gut, das sind wieder diese Standardskelette. An diesen Hebel komme ich noch nicht ran. Deswegen fahre ich noch ein bisschen weiter. An die Hebel komme ich auch nicht ran. Deswegen fahre ich noch ein bisschen weiter. Und... ach, nee. Ich werde mal versuchen, hier die alle zu besiegen. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Man kann sie stechen zumindest. Autsch. Ups. Gut, der ist weg. Dankeschön. Okay, also hier ist nichts. Ach, nee. Hör mal auf hier. Das ist ja... wie mache ich das dann am geschicktesten? Okay, so. So, weg mit euch. Ah, alles stürzt ein. Ah, so. Gut. Damit finde ich die Schleuder, wähle Kerne aus und schieße los. Hey, ich könnte sogar noch dieses Level schaffen. Als erstes will ich jetzt hier wieder nach oben weiterfahren. Dann will ich hier durch rennen. Ach nee, jetzt habe ich einen Scheiß gebaut, oder? Hopp. Hopp. Sehr schön. Natürlich muss er mich noch treffen. So. Dann will ich mir die... nein. Hier, Schleuder mit Glutkern. Jetzt kommt das lustige Schleudern. Und ich habe auch schon daneben gehauen. Das könnte jetzt ein paar Mal dauern. Wow. Wie man nur so schlecht zielen kann. Okay, ich brauche jetzt nichts sagen, weil ich meine, ich habe ja auch daneben... oh, ich habe ja auch daneben geschossen. Eins, zwei... okay, jetzt habe ich's. Zum Glück bleiben jetzt die Lichter an. Hoffe ich. Ansonsten rage ich ein wenig rum. Ja, okay, die Lichter bleiben an. Nee, lass mich mal in Ruhe. So, 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 so. Wir brauchen, glaube ich, sogar hier das... ja, natürlich Schlüssel. Das braucht man natürlich. Es gibt fast kein Zelda, wo man nicht alle Schlüssel braucht. Natürlich lande ich in den Stacheln. In A Link to the Past braucht man nicht alle Schlüssel in einem Dungeon. Das weiß ich noch. Weil das hat mich ein wenig gestört. Dass ich dann plötzlich keinen Schlüssel mehr hatte. Oh, ich dachte jetzt, die Fledermaus, die blockt das. Und ich habe einfach den letzten Schlüssel nicht gefunden. Ich war einfach zu blöd. Naja. Ich hatte einfach einen unnützen Raum geöffnet und ja. Man kann den öffnen. Egal. Okay, da brauche ich... nein, da brauche ich Pegasus-Kerne. Wupp. 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 Hier durch. Okay. Alles klar. Wir haben... wir sind jetzt in dem Raum, wo wir unseren großen Schlüssel bekommen. Ey, ich bin eigentlich nur den Raubschleim hinterher getaucht. Jo, das können wir runterschubsen, dann können wir einfach rüber. Praktisch. Und so. Ich würde sagen, ja, wir beenden sogar noch das Level hier. Dauert ja nicht mehr lang. Wahrscheinlich nimmt mich der Boss auseinander, aber... kann der eigentlich das da verschieben? Nee, aber man kann das da verschieben. Nee, dich will ich gar nicht. So. Boings. Arcanum-Kerne könnte ich ja auch verschießen. So, der nächste Raum, der ist... der war meine Kindheit etwas tricky. Also die Roten, die können ihre Plätze verschieben. Die sind oftmals sehr gemein. Okay, wenn der jetzt doch fällt, ist auch kein Problem.
Jupp. Ein letzter noch. Zack. War hier nicht noch eine Schatztruhe? Nein, war nicht. Gut. Kann ich einfach so weitergehen? Ach nee, wir sind jetzt in dem Raum. Nein, ey, ups. Ja, lasst mich in Ruhe. So. Nope. Ich frag mich, wo der die Energie herbekommt, um zu lasern. I'm firing my laser. Oh, die nerven jetzt hier. Was? Diese, die Eule sagt, das weiß ich nicht mehr. Ach gut. Ausnahmsweise darf ich sie mal mit Arcanum-Kern füttern. Ein geschützter Körper sieht mit ungeschütztem Auge. Okay. Ja. Gut. Doinks. Doinks. Geht das eigentlich aus wieder, das Licht? Weiß ich jetzt gerade nicht. Egal. Das ist der Raum, wo man sich nochmal aufladen kann und sollte. Vor dem Boss. Das ist zwar, sind zwar ein bisschen Monster drin, aber letztendlich hat er auch viele Herzen und so, glaube ich zumindest. Habe ich mir sagen lassen. Habe ich alles erforscht? Ja, habe ich. Okay, hier alle ja durchschreddern. Ah, ups. Boss Time! Erstmal speichern. Das ging schneller, als ich dachte. So. Ach, schau mal, ein fliegendes. Wir sollten auf jeden Fall seiner Klaue ausweichen. Die schnappt uns und haut uns dreimal auf den Boden. Ah, ich kann springen. Cool. Ich glaube, den Trick habe ich noch nie angewandt in meinem... in meiner ganzen Laufbahn. Wow. Ah ja, okay. Jetzt kommt Phase 2. Wo wir ein bisschen seine Augen... Ach, die Viecher schon wieder. Ah, lasst mich in Ruhe, ihr blöden Viecher. So, Nummer 2. Zweiter Treffer. Muss ich etwa eins immer übrig lassen? Hm. Nee. Komm, so. Was Gutes ist, dass die... Ach nee, nicht ihr. Ihr macht mich so langsam. Vielleicht sollte ich mich jetzt... Ach. Es kann nur eine maximale Anzahl. Das ist ja nice. Zu wissen. Gut. Ja, jetzt sind alle rot. Sehr schön. Die können mir wenigstens nicht schaden. Ach, von unten schadet ihm das nix. Oh, könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Da, aus dem Weg. Ui, das ging schnell. Ich habe den Boss immer gehasst. Aber, ja, gut. Dann haben wir es jetzt geschafft. Und wir gehen weiter, um eine Essenz zu bekommen. Ui. Du erhältst den sanften Regen. Eine Essenz der Natur. Im Schauer des sanften Regens werden gekeimte Sprösslinge zu kleinen Bäumen. Nein, wie schön. Damit haben wir 4 von 8. Die Hälfte des Spiels schon fast geschafft. Ich werde jetzt nochmal zum Makubaum gehen und zu Boschi. Und dann Schluss. Oh, Ludo, auch meine Kraft wächst im sanften Regen. Ich hatte soeben eine weitere Vision. Ich sah einen See in der Form einer Brille. Homz. Damit kann bestimmt nicht der Brillensee gemeint sein. Nein. Gut. Ins Horrordorf. Dann schnell mal zu... Ah, fast wäre ich rausgegangen. Ja, okay, dann bettle ich mich mal schnell mit Martha. Die hat bestimmt kein Herzteil dabei. Joings. Soweit nichts Interessantes. Ich gehe nur Rubine. Nein, nein, nein. Und zack.
Ach, da ist noch ein Rubin. Das merke ich mir, ja. Gut, was du dir alles merken willst. Null Ringe. Schön. Will ich mal zu Boschi gehen. So, ach, schau an. Er will nicht schlafen, Ludo. Wie bringe ich ihn bloß dazu? Sing ihm ein Lied. Spiel mit ihm. Naja, Boschi, I wanna be the Boschi, ne? Also spiel lieber mit ihm. Stimmt, vom Spielen wird er ganz müde. Vielen Dank. Mein Sohn, geht es besser, noch mehr erzählen. An ungewöhnlichen Orten besonders selten und ungewöhnliche Resultate. Na, das will ich hoffen. So. Ach, ich grab jetzt nochmal hier ein bisschen um, damit ich noch 8 Zeugs finde. Rubine. 8 Zeugs. Ach, schau mal, eine Schlange. So. Noch 6 Zeugs. Das war jetzt leicht missverständlich. Noch 4. Da. Ah, eine tolle Fee. Jetzt mit vollem Leben, ne? 3. Ach, man kann so viel in The Legend of Zelda machen. Ich weiß gar nicht. Der kann ein Part, wenn man sagt, jetzt nur noch das schnell machen, dann kann der noch 5 Stunden dauern, oder? Oh, okay, danke, das reicht. Und wer immer auch jetzt wieder die ganzen Löcher zugebuddelt hat, ich weiß auch nicht, naja. 300, ja, da holen wir mal einen Saatbeutel. Dieser Beutel fasst viel mehr Kerne, ja. So, jetzt kann ich 50 mit mir führen, ist das nicht fantastisch? Gut, dann will ich mal hier rausgehen. Als nächstes zum Makobaum, ne? Jetzt käme mir so ein alter Typi gelegen, der so sagt, ich danke dir, dass du für eine neue Tür aufkommst. Weil 2 Rubine kann ich ihm ruhig geben. Das ist kein Problem. Und ich bekomme jetzt einen Gasha-Kern. Juhu. Dachte ich zumindest, dass ich einen bekomme. So kann man sich irren. Aber hier kann man kostenlos Kerne einsammeln und Feen. Und hier in der Mitte kann ich tauchen und es passiert nichts. Okay, dann gehe ich nochmal schnell wieder runter und dann ist aber auch Schluss für diesen Part. Ich meine, so viel geräuspert und geschneuzt habe ich mich auch nicht. Das ist ein Doppel-Extended-Part. Rechtfertigt. Okay, also ich würde sagen, das war's. Wir sichern und setzen fort. Das nächste Mal. Tschüss.